Weiter geht's bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Jetzt ist dieser dämliche Golden Riesenaffe fällig, und zwar ein für alle Mal. Stimmt's, Michael? Alles klar. Kurz die ganzen Kapseln weggeballert und dann kann auch gleich der epische Bossfight beginnen. Also ich denke zumindest, dass er einigermaßen episch sein wird. Oh Mann, ey. Ein bisschen zittern tue ich ja schon, das muss ich zugeben, aber ich glaube, das ist mehr die Erregung. Ach so, was doch, Baby? To save the people and to avenge Piccolo, the young warrior headed after the Great Ape. Ja, also eigentlich bin ich ja komplett bescheuert, weil dem vierfachen Super Saiyajin bin ich immer noch nicht drauf, und als normaler Super Saiyajin hätte ich eigentlich keine Chance, aber ja. Ja, so einen riesig großen Affen kann ich doch gar nicht übersehen. Wo ist der Osaru? Ist der etwa hinter mir? Kannst du bitte dich umdrehen? Geht doch. Oh, nicht ganz, war über mir. Oh nein. Er hat die gleiche kranke Stimme wie aus Dragon Ball GT. Okay, jetzt komme ich mir wirklich vor wie Goku. Ah, Hilfe, Babyalarm! Was macht er? Ah, Fingerpistole! Kann ich auch, siehst du? Was ist los? Weg da! Oh, geischt! Was? Was? Oh, du. Wow, das war knapp. Alter, oh. Okay, ihr hattet doch recht, diese dämlichen Fingerpistolenattacken, die bleiben sogar noch auf dem Feld. Ist das übel? Flamethrower, das kannst du vergessen! Bam! 500 zieht sich nur, ich krieg die Krise. Und nicht schon wieder. Okay, macht ihm nur 3 Stück. Ja, nur. Nein, nicht schon wieder. Ich bin gerade tot. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Was ist das für einer? Du bist doch überpowered. Ah, okay. So kann ich eigentlich noch relativ gut ausweichen. Ja, ich betone es extra. Relativ gut. Mann, Alter, wie viel verträgst du denn? Ja klar, immer. Whatever. Dieser dämliche Flammenwurf! Lass mich mal in Ruhe damit! Und, oh, ouch, das war mein Fehler. Okay, also der Move hier ist wohl Oberkacke. Er trifft mich ja gar nicht. Mann, hey, was bist du für eine Flasche? Und vor allem, was bin ich für eine Flasche? Mann, ich hätte definitiv mehr trainieren müssen. Ich ziehe da kaum was ab. Nicht mal voll in die Zähne, aber er hat immer noch sein Gebiss komplett. Hey. Was hat er für starke Milchzähne? Oh. Okay, es geht weiter. Voll auf die Stirn. Macht er jetzt etwa... Tatsächlich! Der gleiche Move, wie auch Goku den in Dragon Ball GT gemacht hat. Mit einem kleinen Unterschied, da war ein vierfacher Super Saiyajin. Wow! Puh, das war knapp. Fast zu spät gewesen. Das war wieder knapp. Alter! Wieso vergeben's? Oh, das war klar. Wieso blass? Das gibt doch keinen Sinn, so wie du mich gerade zerquetscht, müsste doch das ganze Blut in meinen Kopf schießen. Deine Drecksgriffel von mir, Mann! Geht doch! Oh oh. So, der Move! Cool, Mann! Goku-Style! 7800! Und er sind noch im grünen Bereich. Ich krieg die Motten! Ich krieg die Motten! Ich krieg die Krisenmotten! Was zum? Was war das gerade? Oh nein, er macht schon wieder! Schwitz! Also knapp. Oh nein. Nicht der Move! Die Todeskugel der Rache! Oh. Ja, ihr habt richtig gehört. Die Todeskugel der Rache! Das ist auch ein Move, den aus Dragon Ball GT noch hat. Und unter Fans ist dieser Move auch als schwarze Genki-Dama bekannt.
als böse Genki Dama, wie auch immer. Die ist wirklich. Oh nein, die bleibt ja auch auf dem Feld. Schwitz! Alter! Ich bin wirklich tot, er hat recht. Ich bin schon im roten Bereich, eben noch im grünen. Ich hab keine Chance. Nein! Das war knapp. Okay, ich habe das Gefühl, ich brauche langsam eine bessere Strategie. Aber nur was für eine ist hier die Frage. Oh nein. Er hat mich. Nein, ich lebe noch. Was für ein Glücksfall. Wieder mal die Fingerpistole. Ja, komm schon, Flammenwurf. Perfekt. Der Wurf, diese Attacke kann ich eigentlich immer gut ausweichen. Was war denn das gerade für eine Scheiße? Nur 330. Puh. Wieder mal daneben und dann macht er dann gleich. Nein. Scheiße. Ich konnte nicht mehr ausweichen. Dieser verdammte Babywild, Cheater, Goldnosaurus, Schnitt, was auch immer. Egal. Es war ja erst das erste Mal und wie ich schon bewiesen habe, bin ich beim ersten Mal eigentlich nie der Champion. Mal gleich nochmal. Aber diesmal mache ich es kurz und schmerzlos. Kurz die Finger knacken. Aua. Aber es klingt gut. So. Komm schon, ein bisschen schneller. Ich werde nicht die ganze Zeit vertröten. Geht doch. Ja, kann ich überspringen. Wir kennen die ganze Vorgeschichte. Und los geht's. So, Strategie. Was habe ich für eine Strategie? Eigentlich gar keine. Einfach nur ausweichen. Dreimal. Mache ich zweimal. Das war sehr klug, Michael. Oh, was zum Henker. Mann, ey. Du Nervensäge, geh nach Hause, du alte Scheiße. Ja, schon gut. Wieder 570 voll in die Schnauze. Wartet. Oder wohl eher voll zwischen die Milchzähne. Golden Vegeta, Golden Osaru Vegeta, Baby, was auch immer, mit Milchzähnen. Was war das gerade? Den Flammenwurf da oben vorbereitet. Der Trick ist auch neu. Ach, aber der ist echt altgebacken. Wie lange brauchst du eigentlich noch? Ja, ist ja gut. Ich hab's kapiert. Diese Phase ist wirklich mehr oder weniger langweilig, oder? Und ich bin immer noch im grünen Bereich. Very nice. So, das Auswachen klappt einigermaßen gut. Ich sehe nichts. Oh. Wow, das war knapp. Das war fast zu knapp. Mann, Baby, lass doch mal Ruhe. Hier. Michael. Das war sowas von klar. Der war auch knapp. Alter. Ich habe langsam so das Gefühl, dass diese Runde ein bisschen länger dauert als die letzte. Kann das sein? Ihr könnt mal die Zeit vergleichen und dann könnt ihr es mir in den Kommentaren schreiben. Ja, ist ja gut, ich hab's kapiert. Du ballerst gerne in der Gegend herum. Du könntest ja zum Army gehen, wenn es dir so wichtig ist. Aber geh mir damit nicht auf die Schaltkreise. Geht doch. Okay, Cutscene! Aber nur ganz kurz. Oh, du Mistkerl. Ja. Auch nichts Neues. Und... er muss fast kotzen. Flamethrower! Ich hab ihn an! Was? Ja. Nee, ist klar. Geht doch! Dachte schon, das Spiel hat irgendwie einen Fail oder so. Und? Geht doch. Fand ich perfekt im Kreis, aber es muss reichen. Hier komm ich! Gar nicht schon wieder. Alter, ich bin nicht blass. Wie oft denn noch? So, jetzt reicht's mir. Phase 2. Ja! Gucke mal. Streng nicht den Finger nach mir aus. Das hast du davon. Du Arschmann. Nicht schon wieder. Okay, Phase 2.
Was? Zum Glück gehen sie nicht über das ganze Kampffeld, ey. Ich will nicht wissen, wie viel dieser Move an Schaden abzieht. Was schon wieder? Alter! Okay, ich muss zugeben, dieser Bossgegner hat echt zu viele verschiedene Attacken drauf. Das ist ja übel, ey. So, ausweichen, ausweichen. Okay, immer schön zum Rand hinaus. Das dürfte wohl... Wow, 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 wow! Nein! Okay, du hast nicht so, das geht ja noch. Ja, immer schön zum Rand hinaus, das dürfte wohl der Schlüssel zum Erfolg sein. Hä? Was war das gerade? Ich stand doch direkt vor seiner Schnauze. Hä? Spielfehler, hallo! Programmierer, kannst du bitte mal beheben? Mann, hey, ich bin hier beim Let's Playen und das ist gar nicht gut. Finish him KO, würde ich jetzt sagen. Ach, du grüne Neune. Schon wieder verloren, zum zweiten Mal in diesem Part. Sind knapp 10 Minuten vergangen, ne, etwas mehr. Oh Mann, ich glaub's einfach nicht. Jetzt reicht's mir. Alle guten Dinge sind drei. Einmal mache ich's noch und dann... Dann wird trainiert. Nee, also. Jetzt kenne ich die Strategie, vor allem, oder zumindest bis zur Phase 2 sollte ich ohne Schaden überstehen. Aber was ich dann machen soll, wenn ich nicht einmal mehr aus der Nähe treffen kann, wie jetzt gerade zuvor, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann bin ich ratlos. Komm her, du Hackfresse! Na, was ist los mit dir, hä? Lila im Gesicht oder was? Zu viele Gummibären gefressen! Obwohl, gibt's überhaupt lila Gummibären? Weiß ich gar nicht. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Du hast zu viel. Moment, wie hieß der Trank schon wieder? Diese, Mann. Ja, die Serie hieß doch die von Gummibärenband, oder? Die haben doch auch immer so ein lila Gummizeug geschlürft, damit sie herumhüpfen konnten. Und der hat definitiv zu viel davon. Er hüpft zwar nicht herum, aber sieht aus. Wie geschissen. Oder so in der Art. Ja, ja, jo, Dad, schon gut. Ich sterb nicht, ich kann noch nicht mal einen Schadenspunkt. Im Gegensatz zu dir, okay, prozentual würde ich sagen, hat auch erst etwa 2-3%, aber mir alles scheißegal. Wow, wow, wow. Der war zu knapp. Ist ja gut, Mann! Beruhig dich. You're dead, no. Halt mal die Klappe, Mensch! Ja, ich weiß, es ist vielleicht etwas langweilig für euch, weil ich sowieso immer meistens das gleiche mache, sprich gleich ausweichen, gleich angreifen, aber okay, nur 23, auch ein bisschen wenig. Aber es geht ja gleich in Phase 2 und da wird es dann richtig spannend. Mittlerweile habe ich den Trick rausgefunden, wie ich aus seinen Attacken gut ausweichen kann. Einfach immer schön zum Rand hinausgleiten, dann greift er an, dann kann ich zurück oder vorwärts ausweichen und habe genug Platz, um den nächsten Attacken auszuweichen und ihm voll eins in die Binde zu geben. Guck mal. Kleine Schläge auf den Hinterkopf. Fördern das Denkvermögen. Obwohl, kann er überhaupt denken? Ausweichen! Geht doch. Und hier. Bäm! Voll in die Mitte! Wenn das nicht ein gutes Omen ist, dann weiß er auch nicht mehr weiter. Oh, nicht schon wieder. Alter, wie oft denn noch? Ich bin nicht blass! Okay, Mann. Beenden wir's! Yes! Ja, wieder mal den Zeigefinger! Hallo, Bürzelbaum! Okay, Leute. Der ist definitiv... Überpowered!